Gicht ist eine Stoffwechselerkrankung, die eine drastische Zunahme in der Bevölkerung zeigt. Laut medizinischer Fachzeitschriften haben bis zu 30% der Bevölkerung, insbesondere Männer, einen zu hohen Harnsäurewert im Blut. Ein Prozentsatz, der einfach erschaudern lässt. Die zu hohen Harnsäurewerte sind verantwortlich für die schmerzhaften Ablagerungen im Körper und die zahlreichen Begleiterkrankungen, genannt Komorbiditäten. Kurz zu meiner Person. Mein Name ist Dr. Erich Putz. Ich bin Arzt im Ruhe- oder vielleicht besser ausgedrückt im Unruhestand und setze mich mit Stoffwechselkrankheiten auseinander. Nicht zuletzt aufgrund persönlicher Betroffenheit. Gicht ist also eine Stoffwechselerkrankung, die nicht nur den Bewegungsapparat wie Gelenke, Sehnen, Schleimbeuteln betrifft, sondern auch die Haut und die Nieren. In früheren Zeiten wurde Gicht in erster Linie dem reichlichen Fleischgenuss und Alkoholexzess zugeschrieben und auch deshalb als Krankheit der Könige und Fürsten bezeichnet. Natürlich stellt sich die Frage, ob die exorbitante Zunahme der Gicht nur dem Wohlstand geschuldet ist oder auch andere Faktoren eine Rolle spielen, wie jüngste Erkenntnisse zeigen. So zum Beispiel Gicht durch Fructoseexzess. So haben die lebensmittelverarbeitende Industrie und diätetische Empfehlungen der Experten, insbesondere bei Diabeteserkrankung, die explosive Zunahme von Gicht mit verursacht. Fructose stand nämlich lange Zeit als Zuckerersatz bei Diabetesdiät in Verwendung. Fructose hat sich zum beliebten Süßungsmittel gemausert, wird als natürlich gehandelt und soll allein schon deshalb angeblich gesund sein. Aber Vorsicht, schon Paracelsus sagte, nur die Dosis macht das Gift. Eine Ausgabe der Deutschen Apothekerzeitung zufolge hat sich der Konsum von Fructose-Sirup von jährlich 230 Gramm im Jahre 1970 auf jährlich 28,30 Kilogramm im Jahre 1997 erhöht. Das ist eine Zunahme um das 120-fache. Das sind 12.000%. Das ist ein Fructoseexzess ähnlich dem Jodexzess. Unfassbar. Fructose ist ein Einfachzucker und kommt frei und gebunden vor im Obst, Gemüse, aber auch Honig, Ahornsirup, Agavendicksaft und so weiter. Im Rüben- oder Rohrzucker ist Fructose verbunden mit Glucose zum Zweifachzucker, genannt Saccharose, und wird als Haushaltszucker verwendet. Fructose hat die stärkste Süßkraft. Auch ist Fructose Bestandteil im Getreide. Allerdings hat Fructose hier nur einen sehr geringen Anteil. Fructose in Verbindung oder frei in geringer Menge vermeidet ein sturzbachartiges Angebot in die Zelle und somit ihre Überforderung. Eine ganz wichtige Gegebenheit. Jedoch führt die Zufuhr von stark fruktosehaltigen Getränken und Speisen zu einem sturzbachartigen Fructoseanstieg in der Zelle und verursacht bei der Verwertung einen extremen ATP-Verschleiß mit Phosphatverarmung und Anfall von ADP innerhalb kürzester Zeit. ATP, genannt Adenosintriphosphat, ist und bleibt der wichtigste Brennstoff in der Zelle. Es enthält die Bausteine Purin, Ribose und 3-Phosphate. Um die erforderliche Regeneration von ATP nach Phosphatabgabe an die Fructose wieder herbeizuführen,
muss die Zelle für eine blitzartige Bereitstellung von freiem Phosphat sorgen. Leider kann dies nicht in der gebotenen Schnelligkeit erfolgen. Deshalb veranlasst nun die Zelle zur Phosphatbeschaffung den Abbau von je zwei mit angefallenen ADP, genannt Adenosindiphosphat, um zumindest ein ATP zu regenerieren. Dabei entsteht AMP, Adenosinmonophosphat, das ebenfalls den Purinbaustein trägt. APM verfällt allerdings in der Regel der Harnsäurebildung und zuweilen auch der Auskristallisierung. Dieser aufgezeigte Weg der Fructoseverwertung ist nur für den Notfall vorgesehen und nicht für den Normalfall. Somit bedingt die Verwertung der reichlich angebotenen purinfreien Fructose eine vermehrte Entstehung des Purinabkömmlings Harnsäure. Beispiele für Nahrungsmittel reich an Fructose: Honig enthält 40% Fructose, in etwa gleich Ahornsirup oder Agavendicksaft. Weitere Beispiele: alkoholfreie Fruchtsäfte wie Apfelsaft, Johannisbeersaft, Orangensaft und auch Fructose-Sirup als Süßungsmittel ist ein Beispiel für Fructosehältigkeit. Zum Beispiel Schokolade, Backwaren aller Art, Eis oder auch Getreideprodukte wie Pops und Flocken. Diese sind oft mit zusätzlichem feinem Fructosesirup versehen. Aber nicht nur sturzbachartiger Anfall und exzessive Mengen an ungebundener Fructose verursachen hohe Harnsäurewerte, sondern auch eine purinreiche Ernährung. Purine sind stickstoffhaltige Ringverbindungen und somit chemisch gesehen Basen und keine Säuren. Sie werden jedoch zur Harnsäure abgebaut. Beispiele für Nahrungsmittel reich an Purinen: Innereien, Kaffee, Kakao, Meeresfrüchte und auch Backwaren mitunter und natürlich Bier. Bier und Backwaren wird in erheblicher Menge Hefe zugesetzt und durch die Gärung entstehen dann aufgrund der Hefe Purine. Vorsicht bei Hefeextrakt. Er findet Verwendung als Geschmacksverstärker anstatt Glutamat. Gicht durch Hefeexzess eine Möglichkeit. Erkrankungen spielen gleichfalls eine Rolle. Sie können gleichfalls zu hohe Harnsäurewerte verursachen, nämlich durch einen zu hohen Zellumsatz. Das heißt, es findet ein zu starker Zellabbau einschließlich der Zellkerne statt und in den Zellkern besteht die Hälfte des Erbmaterials aus Purinbasen. So fallen zum Beispiel vermehrt Purine an bzw. Harnsäure bei Entzündungen, gleichgültig ob infektiös oder steril, bei Mehrfachknochenbrüchen, Schuppenflechte, Leukämie und so weiter. Ihr Abbau zur Harnsäure also hat mitunter kristalline Ablagerungen zur Folge und eben Schmerzen. Das Krankheitsbild Gicht wird nach wie vor beherrscht von den schmerzhaften, entstellenden Veränderungen in den Gelenken und wird als Arthritis urica bezeichnet. Diese schmerzhaften, entzündlichen Veränderungen im Bereich der Gelenke, insbesondere Knorpel, Sehnenansätze, Schleimbeutel, werden durch Auskristallisieren und Ablagern der Harnsäure verursacht. Bevorzugte Stellen sind Großzehen, Grundgelenke, Fingergelenke und weniger Knie- und Schultergelenk.
Die Ablagerungen sind anfänglich grundsätzlich rückgängig, das heißt reversibel, sobald der Harnsäurewert im Blut wieder unter die Sättigungsgrenze von 6,5 Milligramm pro Deziliter sinkt. Auch auf der Haut gibt es Ablagerungen, zum Beispiel im Bereich der Ohrmuschel. Das sind sogenannte Gichttuffi, also kleine Knötchen. Und in den ableitenden Harnwegen gibt es gleichfalls Ablagerungen, Nierenbecken zum Beispiel, im Harnleiter und in der Harnblase. Harnsäure ist bereits bekannt als Risikofaktor für verschiedene Erkrankungen und wird auch so in der Ärztezeitung publiziert. Beispiele für Erkrankungen, zum Beispiel das metabolische Syndrom, verbunden mit Übergewicht, Diabetes 2 und Bluthochdruck oder koronare Herzerkrankungen, sprich Verengung der Herzkranzgefäße. Die Diagnose von Gicht. Hier spielt neben den Symptomen auch das Labor eine ganz wichtige Rolle. Noch in den 1950er Jahren war der Referenzbereich für Harnsäure bei 2 bis 4 Milligramm pro Deziliter. Im Jahre 2020 liegt der Referenzbereich bei Frauen zwischen 2,4 bis 5,7 Milligramm pro Deziliter und bei Männern zwischen 3,4 bis 7 Milligramm pro Deziliter. Beim Überschreiten der Sättigungsgrenze, sie liegt bei 6,5 Milligramm pro Deziliter, kristallisiert sie aus und lagert sich ab. Unter Temperatur und Säurewertzunahme wirken auf das Auskristallisieren der Harnsäure extrem begünstigend. Die Erweiterung des Referenzbereiches hat in den letzten Jahrzehnten dazu beigetragen, dass eine rechtzeitige Erkennung einer krankhaften Stoffwechselsituation durch den Arzt erschwert ist. Zudem müssen für Lebensmittel unbedingt strengere Richtwerte für den Fructoseeintrag in die Lebensmittel erfolgen. Harnsäurewerte bzw. Zielwerte im Blut bei der Frau unter 4,5 Milligramm pro Deziliter und beim Mann unter 5,5 Milligramm pro Deziliter. Letztlich die Therapie. Keine Lebensmittel reich an Fructose oder versetzt mit dem Süßungsmittel Fructose-Sirup. Keine purinreichen Nahrungs- und Genussmittel, zum Beispiel keine Meeresfrüchte, keine Innereien, kein Kaviar, kein Kaffee, wenig Bier. Keine hefreichen Gärungsprodukte. Und abklären auf mögliche Begleiterkrankungen wie klinische und subklinische Schilddrüsenunterfunktion wegen der Untertemperatur und weiters abklären auf Nebenschilddrüsenüberfunktion, zum Beispiel ausgelöst durch Vitamin-D-Mangel verbunden mit Osteoporose. Normalgewicht anstreben. Supplemente, eventuell Vitamin C und D. Medikamente, Allopurinol und Kolchizinpräparate. Allopurinol ist ein Xanthin-Oxidase-Hemmer. Kolchizinpräparate sind sogenannte Mitose-Hemmer. Weitere Informationen erhalten Sie auf meiner Webseite www.drerichputz.com. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.